Moin Leute, Collas hier. Willkommen zurück zu Palworld. Ich bin ins Feuer gelaufen. Das knisternde Ei ist jetzt fertig. Das heißt, gucken wir mal, was hier rauskommt. Ein Adazi. Was ist denn ein Adazi? Ein Elektro-Pal anscheinend. Kommt dann aber auch erstmal rein. So, habe ich noch ein Ei? Ja, eins habe ich noch. Und dann müssen wir auf jeden Fall hier mal umstrukturieren. Und ich glaube, ich packe hier auch nochmal so eine Kiste hin. Und dann packen wir nämlich hier die ganzen Steine. Einschließlich die Steine. Da einmal mit rein. Beziehungsweise hier lassen wir dann nur Wolle, das und das drinne. Und alles andere werfen wir einmal ab. Kriegst du das? Was genau soll das werden? Dann packen wir die Sachen nämlich direkt daneben rein. Aber anscheinend sortieren tun die nicht, sondern die nehmen das, was am ersten dran ist, wa? Da muss ich das leider erst einmal so ein bisschen manuell nochmal justieren. Ist ein bisschen schade, dass sie das nicht gleich mit sortieren, aber ich glaube, das wäre dann vielleicht auch ein bisschen too much. Das klappt doch jetzt viel besser. Weil er lagert die Sachen dann gleich immer da ein. So wollen wir das doch eher haben. Okay. Also, das können wir einfach zurücknehmen. Das können wir zurücknehmen. Dann sortieren wir erstmal noch die Sachen rein und dann werde ich auf jeden Fall hier das Lager einmal komplett umstrukturieren. Und mit komplett umstrukturieren meine ich halt auch komplett umstrukturieren, das heißt, die Boxen werden ein bisschen besser durchgemixt.
das können wir auch einmal bestätigen. Dann können wir einmal hier auf Technologien gehen. 4 Technologiepunkte haben wir. Gibt einen Federhaarschmuck irgendwie als Gegenstand. Gucken wir mal. Das ist nur Deko. Gleitschirm sehe ich ehrlicherweise nicht als nötig. So, nächsten Pell einmal ausbooten. Surfend. Ich guck mal doch einmal an, sie ist irgendwie. Ah, Lapras-Äquivalent war. Mit mehr Drachen-Eigenschaften anscheinend. Zeit ansehen. Kann als Wassertier genutzt werden. Beim Reiten wird im Wasser keine Ausdauer verbraucht. Okay, das ist nice. Ah, sehr gut. Packen wir den da einmal rein. Ich glaube, noch ein Ei habe ich nicht. Nö, nur ein normales. Sehr gut, dann können wir hier noch einmal schauen, ob wir hier diesen Federschmuck da herstellen können. Können wir. Da kommt er angedüst, aber ich bin schon fertig, oder? Ja, da war es zu langsam. Verteidigung 15, LP 60. Jo. Es lohnt sich tatsächlich, das Ding anzubringen. Sieht man halt irgendwie nicht, aber ist auch fein. So, das nächste heiße Ei, das kommt da immer dasselbe raus. Nee. Aha. Der sieht nice aus. Ein Flammenwidder. Der schaut echt cool aus. Zwei Feuer und Holz kann der machen. Dem würde ich tatsächlich auch ins Team nehmen. Ich glaube, ich mache schon mal so eine potenzielle Teambox. Die mache ich ganz hinten. Wen würde ich dann noch sehen? Also Fox bleibt auf jeden Fall drin. Das ist safe. Du könntest noch ganz interessant sein. Dann eventuell du. Und eventuell er noch, wobei ich glaube, das wäre dann ein bisschen too much Feuer. Lass mal die erstmal. Chillend würde ich, glaube ich, dann noch lassen. Weil ich den actually auch rauspacken kann, ne? So richtig nice ist er halt irgendwie nicht. Lass ich, glaube ich, erstmal da. Gerade mal gucken, ob wir hier neue Sachen freigeschaltet haben. Da tatsächlich. Da können wir einen Sattel holen. Eine Maschinenpistole, du.
Okay, ich glaube, den Sattel, den holen wir uns schon mal, auch wenn wir ihn jetzt noch nicht brauchen. Dann hat man einfach schon mal. Und dann geht's einmal weiter erkunden, würde ich sagen. Es geht auf jeden Fall einiges voran. Und ich muss sagen, das Game macht immer mehr Bock. Es sind noch einige Bugs da, ja, muss man sagen. Aber overall wirkt es halt ziemlich gut schon. Also dafür, dass es Early Access ist, hatte ich schon weitaus schlechtere Games. Was bist du? Okay. Gut, dann einmal pennen und dann geht's einmal erkunden. So, Schnellreise. Da waren wir, glaube ich. Das sieht richtig aus. Also auf das Wetter hätte ich schon auch echt Bock. Warum müssen die Kohlen alle immer zum Feuer gehören? Den dürfen wir haben. Jo, passt. Wannerwürm sieht halt schon sehr cool aus, muss man echt sagen. Oh, hier ist eine Kuh. Noch einen Treffer hältst du nicht aus, also. Okay. In dem Fall brate ich hier gerade alle meine Sphären, ne? Aber ich kann den nicht nochmal damagen. Sehr gut. Oh, hier ist noch ein Ei.
Oh, ups. Oh Mann, jetzt werden hier alle Aggro. Komm her. Komm her. Jetzt nicht so. Okay. Du bist auch ein ziemlich großes Viech. Oh Mann. Weg mit dir. Okay. Hier die nächste Schnellreise. Volley-Pop, okay. Sphäre des Schwertmeisters. Ein Dungeon, Level 23, okay. Hier ist noch eine Kiste, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist ein Serpent. Aber hier liegen vergleichsweise wenig Sphären wiederum, ne? Und vor allen Dingen diese Statuen habe ich gerade auch nicht mehr gesehen. Serpent ist instant aggro geworden, auch interessant. Okay. Relaxaurus, okay. Sieht aus wie ein hochgewachsenes Morlord.
Ich hätte noch echt gerne ein paar mehr von den Statuen, ne? Die Welt ist auf jeden Fall schon ziemlich groß und ohne Reittiere wäre das halt katastrophal, ne? Beziehungsweise Flugtier. Deshalb sollte ich bald mal den Nightwing oder so dann ins Team holen, weil da kriege ich ja bald einen Sattel für. Zum Glück gibt es hier keinen Fallschaden. Aha. Ja. Yeah. Das fühle ich noch nicht. Das sind ein bisschen zu hohe Level da. Dann gehen wir da erstmal hoch. Und da oben habe ich was gesehen. Da habe ich nur eine Statue gesehen. Das heißt, ihr könnt mal eben gucken, ob wir hier hochkraxeln können. Jawohl. Denn dich habe ich gesehen. Haben wir noch eine Truhe, wunderbar. Ich weiß nicht, diese medizinischen Dinger, die scheinen nicht so viel einzubringen, oder? Ich meine, anscheinend regenerieren die kein Leben und so, also. Das ist schon ein bisschen bitter. Hier ist auch noch eins. Noch eine Kiste, paar Seelen, ist auf jeden Fall immer gut. Kann man da weiter boosten? Okay, das ist einfach nur eine random Einbuchtung. Oh, nice. Dem Weg folgen und dann links rum. Ja. Ah, warte mal, die nehme ich, glaube ich, einmal eben mit. Alter, weil kann das sein, dass wir dadurch Preissphären bekommen? So, hier ist richtig, ne? Ja, hier ist richtig. Was da? Level 30, okay. Ich glaube, hier ist schon ein bisschen anderes Level eher erforderlich. Level 17 geht ja noch. Okay, das sah gerade sehr strange aus, was die beiden da gemacht haben. Hallo? Machen wir den auch. Dann können wir hier einmal rüber. Hier ist ein Dschungelareal. Auch interessant.
frage mich ja echt teilweise, ob ich ein bisschen zu schnell bin, dass da keine Sachen irgendwie am Boden spawnen, ne? Hier sind wieder Technikfrüchte. Und eine Statue. Haben wir auf jeden Fall wieder drei Statuen, das ist auch gut. Oh Gott. Okay, von hier ist noch nichts ersichtlich. Wir sind hier dann wieder aus dem Dschungelareal raus, oder? Scheint ein sehr kleines Areal zu sein. Ah, da ist noch ein Schnellreisepunkt, den nehmen wir mit. Kiste nehmen wir auch mit. Jetzt haben wir Statuen gefunden, Eier haben wir aber noch nicht gefunden. Da hinten ist noch was, das könnte eine Statue sein. Ja, sieht sehr nach einer Statue aus. Wunderbar, vier Statuen. Okay, also das Dschungelareal lassen wir dann sonst nochmal eben einmal offen. Level 31, jo. Da sind wir ja sowas von nicht. Jetzt wieder ein Level 33er. Ah, hier ist so ein Widder. Ah, hi. Sehr gut. Ah, cool. Fallsphäre. Tschüss. Univolt. Okay. Sind wir jetzt bei Monster Hunter rausgekommen mit einem Kirin? Okay, was da passiert. Ich wollte es eigentlich gerade nicht killen, aber ist okay, I guess. So, ein bisschen Ausdauer mehr. Dann gucken wir einmal bei Technologien. Dann den sollten wir auf jeden Fall holen. Das sollten wir holen, das sollten wir holen. Das sollten wir herholen. Okay, Schaukäfig. Der ist aggro, okay. Dann sei mal aggro. Lol. Ernsthaft, weil der aus dem Käfig rauspackt. Gelklaw haben wir auch auf jeden Fall, aber auf dem, der wird zu klein sein, da kann man wahrscheinlich nicht drauf fliegen. Ja.
Alter, der Fuchs wird immer krasser. Was bist du so, Argo? Okay. Dann geht's auf dir ein bisschen weiter. Wie viel? Wir haben eine Gigasphäre, okay. Die sollten wir uns auf jeden Fall aufbewahren für irgendwas Krasses. Das können wir doch öffnen, oder? Ja. Megasphäre, Armbrustbauplan und Goldmünzen. Armbrustbauplan? Also das ist natürlich bitter, dass man solche Baupläne auch freischaltet. Weil das bedeutet doch, dass man hätte gar nicht die Technologie erlernen müssen, ne? Oder ist es wie bei Ark, dass es dann bessere Varianten davon sind? Kann auch sein. So, dich möchte ich gerne einmal fangen. Wunderbar. Haben wir. Die Welt ist echt so riesig. Pistolmoni, Asox sind da nochmal. Ist hier was drauf zu holen? Da ist ein Ei, oder? Jo. Nehmen wir. Level 34, da brauchen wir auf jeden Fall uns auch noch nicht mit anlegen. Oh, hier liegt eine Megasphäre. Nehmen wir gerne. Hier liegt noch einer, nehmen wir auch sehr gerne. Eine Kiste. Silberschlüssel. Und hier wieder ein Bäumchen mit Technikfrüchten. Die Asox, die haben ja schon irgendwelche Probleme, oder? Die sind ja ultra aggro. Ah, das ist hier wieder so ein Story-Ding, ne? Schade. Statue wäre nicer gewesen. Okay, also von oben sieht man auf jeden Fall eine ganze Menge von denen, vor allen Dingen, also von den Statuen. Aber ich glaube, sobald wir einen Flugpfahl haben, ist das alles no problem, wa? Gehen wir mal da hinten in die Richtung.
sind ja zum Glück sehr schnell unterwegs. Okay. Cognito, lol. Cooler Name. Nehmen wir das. Wunderbar, den haben wir. Ah, da liegt noch eine Megasphäre, die nehmen wir doch auch sehr gerne mit. Die Frage ist, gehen wir einmal eben zurück? Würde wahrscheinlich Sinn machen, oder? Gibt es hier sonst noch was zu holen? Nicht direkt. Ich glaube, das ist alles mit einem Flugtier deutlich besser zu erreichen. Deshalb machen wir doch mal Schnellreise. Dann sagen wir mal ab zum Lager. Okay, wunderbar. Alter, wie viele Steine wir haben. Okay. Dann können wir hier einmal schon mal die beiden Eier reinnieten. Für ihn wird es wahrscheinlich. Oh, gefrorenes Ei. Auch dafür ist es sehr angenehm. Auch interessant. So, jetzt gucken wir mal. Ja, das sieht aus wie einfach nur eine verbesserte Art und Weise. Das heißt, man braucht aber wahrscheinlich dann das Rezept im Inventar. Und das wiederum bedeutet, dass ich hier hinten eine Kiste mache mit den Rezepten. So, dann kann ich hier einmal die Teile reinwerfen. Die seltenen Materialien sollte ich vielleicht auch eher woanders lagern. Das muss ich definitiv hier mal richtig krass umstrukturieren. Hier habe ich so viele, ich sag mal, identische Sachen drin. Ich meine,
ultra viele Sachen einfach doppelt. Und dadurch wird das Inventar halt logischerweise sehr, sehr klein. Da. Ein komplettes Chaos einfach. So, und dann jeten wir die Teile da einmal rein. Dann gucken wir mal, ob wir unseren Fox noch erweitern können. Fanggeschick können wir auf jeden Fall auch erhöhen. Sind wir jetzt schon auf 3. So, wir haben 5 Sphären. Das heißt, wir können noch einmal Verteidigung boosten und dann können wir einmal die Max LP boosten. Das ist doch schon mal eine sehr nice Sache. Dann können wir dem das reinjieten. Ihm können wir einfach mal ein bisschen Holzkohle erstellen lassen. Wollte ich die da. So, jetzt 3 sammeln hast du. Interessant. Ein Surfend habe ich ja schon hier. Also so langsam müsste ich halt echt mal eine Kühlbox herstellen. Das wäre halt ganz cool. Können wir hier eigentlich Sphären machen? Ja. Dann machen wir doch mal ein paar Megasphären. Nutzen wir die verbleibende Zeit doch noch einmal eben, bis die Eier ausgebrütet sind. Wenn diese Sphären halt schon relativ teuer sind, muss man sagen. Aber es macht halt trotzdem Sinn, welche auf Vorrat zu erstellen. Von dem machen wir auch auf jeden Fall auch ein paar. Und das geht ja deutlich schneller, holy moly. Dann haben wir immer genug da. Dann haben wir 2 ausgebrütete. Kommen wir noch eine Katze. Und was kriegen wir hier? So ein Vieh, was wir nicht fangen konnten, weil unser Fox alles gewonshottet hat. Ein Swee. Okay, niedlich. Aber ziemlich umsonst das Teil anscheinend. Ja, Katze brauchen wir auch nicht. Okay, sonst noch was? Nö.
dann passt das erstmal. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis dann, adios, ciao.